Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Wars Jedi Fallen Order. Ich hoffe, euch geht's gut soweit. Schnappt euch einen Kaffee oder einen Tee und genießt unsere weitere Reise mit Kerl. Wir sind hier das letzte Mal stehen geblieben an der imperialen Ausgrabungsstätte. BD-1 ist schon im Einsatz und hat uns das Seil hier nach unten gebracht. Und dann schauen wir es uns doch an, wo es uns hier weiter hinführt. Verstehe. Wir können es von hier aus auch nach oben und nach unten fahren, was uns aber faktisch eigentlich gar nichts bringt. Jetzt sind wir einfach mal hier runtergerutscht und schauen uns das Ganze mal an. Geh zum Angriff über. Sehr schön. Traumhaft. So, jetzt haben wir erstmal den aus dem Rennen genommen. Und jetzt. Integrität gefährdet. Ausweichen registriert. Positiver Aufprall. Jetzt war einer schon so ekelhaft und jetzt dürfen wir da uns gleich mit zwei rumschlagen. Nein! Zu langsam ausgewichen. Hey, BD! Feind erholt sich. Ja. Ihre Überlebenswahrscheinlichkeit ist gering. Sehr gut. BD-1 hat ihn gehackt. Jetzt schauen wir uns mal so einen Sicherheitsdruidenkampf an. Hä? Also das muss ich wirklich sagen, das ist in diesem Fall ein Vorteil. Fertig. Oh. Und hier bekommen wir ein neues Upgrade. Upgrade für die Seilrutsche. Mit dem Motor müsste es gehen. Wie ist es denn? Muss dein Weg zum Grab sein. Sehr schön. Jetzt können wir die Seilrutsche auch nach oben rutschen. Und da war ja am Anfang. Ich glaube, er ist noch nie in seinem Leben so schnell nach oben gerutscht. Gut. Dann schicken wir das nach oben. Und wir kommen final nach oben. Also, wir sind hier immer noch auf dem Weg zu der zweiten Ausgrabungsstätte des Imperiums. Ich komme nie durch deine Verteidigung. Gleich nochmal. Achtung, er bewegt sich! Holt euch das Ziel! Habt euch nicht erwischen! So, jetzt holen wir uns den da. Du kannst nicht besser sein als ich. Das war der letzte. Genau.
Geht's da schon runter oder schauen wir erstmal da rein? Ich muss kurz das Mikrofon ein bisschen besser noch ausrichten. So. Da scheint es weiter zu gehen. Da hinten geht's weiter. Jetzt schauen wir erstmal ein paar Meter hier lang und dann drehen wir vielleicht nochmal kurz um. Und schauen, mit was wir da interagieren hätten können. Ah. Oh. Ah, da bist du. Na komm schon. Okay, hier können wir ein Machtecho wahrnehmen. Was ist das? Sofort weg da! Feuer frei! Ah, das war der Ort, wo wir das Upgrade für die Seilrutsche bekommen haben. Dann haben wir uns da quasi nochmal einen neuen Weg freigeschaltet. Und hier scheint es wirklich weiter zu gehen, als will ich aber vorher noch mal kurz in die Richtung schauen, was da war. Vielleicht kommen wir hier auch gar nicht weiter. Wir kommen hier gar nicht weiter. Also war der Weg umsonst. Na los. Ich brauche eine Herausforderung. Mist. Hilf mir bitte. Okay. Fühlst du dich denn lebendig, Jedi? Jedi, es kann doch nicht vorbei sein. Ich will mehr. Gib mir eine Herausforderung, Jedi. Der ist tatsächlich zäh und schnell. Da ist jemand unsicher. Sag nochmal zu! Ich werde dich ausbluten lassen. Steh auf, du Feigling! Genug gespielt! Er hatte keine Ausbildung. Wow. Ich reagiere zu langsam. Was ist denn da los? Okay, neue Taktik. Das ist, wenn er uns einmal erwischt hat, kommen wir in dem Moment nicht mehr weg. Also... Der hackt auf uns kunterbunt ein, ohne dass wir dann wegrollen können oder sonst irgendwas. Oh. Du bist auch wieder da. Also ich hoffe wirklich, dass wir auf Dauer eine neue Möglichkeit bekommen, mit denen umzugehen. Ah. Irgendwas. Ich beobachte dich. Ich bin einsatzbereit. Eine würdige Herausforderung. Lauf nur, du wirst nicht überleben. So. Kommen jetzt Inquisitoren?
Möglich, aber Branka ist weit weg. War's. Vielleicht denken sie Auslöschungstrupp erreichen. Oder sie bremsen dich absichtlich aus. Bleib wachsam. Das ist definitiv eine Sache, wenn man sich zu lange drauf einlässt und ihn zu sehr machen lässt, was er will, dann überrennt er uns. Dann ist er schnell und wenn er uns mal erwischt hat, ich krieg den Block nicht mehr hoch, ich kann nicht mehr ausweichen. Bis er fertig ist und seinen Schaden verursacht hat. Aber, wie jetzt, habe ich mir die Macht eingeteilt, ich habe ihn immer wieder verlangsamt und dann ist er relativ hilflos. In Eile zurückgelassenes Werkzeug. Die Arbeiter sollten Relikte finden und scherten sich kein Stück um die Geschichte. Sehr schön, jetzt sind wir hier. Und kommen hier keinen Millimeter weiter. Gibt es einen anderen Weg? Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Wir müssen da runter. Da hinten ist die Konsole. Da sind wir. So. Und ab ans Seil. Und bop. Hätte ich vielleicht nochmal Schwung holen sollen, um es sicherer zu machen. So, eine kleine Kletterpartie. Da haben wir einen neuen Ort für eine Meditation freigeschaltet. Das leuchtet, als könnte man da irgendwas machen, aber das ist zu hoch, da können wir nicht hinspringen und da drüben ist erst das Gebläse, das uns quasi Aufschwung geben könnte, also von dem her ist es das wohl nicht. Hier hätte ich mit dem Seil nicht drüber hüpfen sollen, sondern schwingen und mich erstmal auf den Container da drauf schmeißen sollen. Deswegen kommen wir da jetzt auch erstmal nicht hin. Sehr gut, wenn man übereifrig und übereilig handelt. Da kommen wir auch nicht drüber. Das ist ein Aufzug. Ich weiß nicht, ob ich an der Wand laufen könnte, weil die schaut nicht aus wie die anderen Wände, an denen ich laufen kann, oder? Nein. Ich will nicht schon wieder sterben. Na gut. Wir brauchen gerade keine Meditation, weil wir sind voll und haben, also fast voll und haben genug Stimpacks. Jetzt weiß ich nicht, ob man die erst aktivieren muss, dass dann auch der Speicherpunkt aktiviert bleibt. Machen wir es einfach mal. Unten. Cal Kestis. Wie berechenbar. Oh ja. Ich kenne deinen Namen. Oha. Dein Leben. Und was viel wichtiger ist, ich weiß von Cordova. Sag mir, wo hat er das Holocron versteckt? Wow, das wird spannend. Großartig. Ja. Okay. Oh, jetzt hätte ich ausweichen müssen. Mist. Na schön, dem nächsten entgehst du nicht. Jetzt muss ich mir mal ein bisschen konzentrieren. Ich hab. Ich hab schon viel Schlimmeres ertragen. Puh. Nein!
Sehen wir es zu Ende. Zumindest ein bisschen Schaden haben wir schon verursacht. Immer hängst du mir hinterher. Ich vernichte dich. Hier oben! Bleib stehen. Ich will nicht. Oha. Dein Untergang rückt näher. Stimm, bitte. Ich vernichte dich, wie die anderen. Was würde Jaro T'Pol jetzt von dir denken? Okay, das Verlangsamen bringt eigentlich bei ihr fast gar nichts. Wow. So, und jetzt? Die Ära der Jedi ist vorbei. Nein. Na schön, dem Nächsten entgehst du nicht. Ich will mit ihm nicht mehr spielen. Ich hab schon viel Schlimmeres ertragen. Du wirst als Versager sterben. Jetzt bitte. Nein. Muss wieder passiver sein. Und dann hin. Zweite Phase? Nein. Wir haben es geschafft. Also, du zu überleben. Du lernst dazu? Nicht so begabt wie Sears letzte Schülerin, aber nicht schlecht. Sag bloß, du hast mitgezählt. Ach, sie hat nichts gesagt. Sear konnte noch nie ein Geheimnis für sich bewahren. Und du kennst sie so gut, was? Oh. Sie war schwach. Zerbrochen an der Folter des Imperiums. Sie gab die Position gefoltert? Ihres naiven Padawan-Preis. Sie hat mich nie gefunden. Wäre sie nicht gewesen. Sie hat mich verraten. Sie war der Padawan. Leibhaftig. Ich lass mich von dir nicht manipulieren. Bist du dir da sicher? Sie hatte die Wahl, sich selbst zu schützen oder ihren Padawan. Sie wählte Eigennutz. Sie wird auch dich verraten. Weißt du, ich kann auf mich aufpassen. Kannst du dieses Risiko denn eingehen? Deine neue Meisterin trägt große Dunkelheit in ihr. Ihr Blick, als sie sah, was sie mir angetan hatten, wie ich jetzt bin. Sie wandte sich ab. Ihre wahre Natur kam hervor. Sie nutzte die dunkle Seite. Sie hat sich aber von der Macht gelöst. Oh? Wann wird sie einknicken und auch dich verraten? Sie willst du neben dir haben, wenn du das Holocron findest?
Was würde Jarrow T'Pol sagen? Du hast kein Recht, seinen Namen auszusprechen. Ich frage mich, was würde er jetzt über seinen Padawan denken, der im Schatten mit einer Verräterin paktiert, ihr Zugang gewährt zu einer Legion beeinflussbarer Schüler? Nein. Niemand wird sie korrumpieren. Ja, so habe ich auch mal gedacht. Wow. Wow. Jetzt hat sich einiges aufgetan, würde ich jetzt sagen. Die gefallene Jedi, beziehungsweise die ehemalige Jedi, die mit uns unterwegs ist, war der Meister von ihr, von der zweiten Schwester. Und das war auch der Padawan, den sie dann verraten hat, aufgrund der Folter. Puh, und die haben sich dann den Padawan geschnappt, haben sie gebrochen, ihr das Dunkle eingeflößt und sie zur zweiten Schwester gemacht. Wow. Sehr gut. Gefällt mir richtig gut, diese Entwicklung. Wow. Vor allem die Fragen, die es auch aufwirft. Es ist so, was mir so ein paar Mal schon aufgefallen ist, die Jedi werden immer so idealisiert. Und wenn sie mal einen Fehler begehen oder nicht perfekt handeln, fliegen die von der Idealisierung komplett in die Abwertung. Also wie da ihr Meister. Sie ist gefoltert worden und sie war wahrscheinlich ein guter Jedi. Aber irgendwann konnte sie halt einfach nicht mehr und hat Menschlichkeit gezeigt, wie in jedem Menschen. Und das kannst du nicht so in Schwarz-Weiß-Denken, in Idealisierung und Abwertung zusammenfassen, meiner Meinung nach. Und da ist halt der Punkt, sie hat erst ihren Meister idealisiert, weil sie hat die helle Seite verkörpert. Und jetzt ist sie komplett in der Abwertung, die ja grundsätzlich nie was richtig gemacht hat, die jeden verrät um sich herum. Sie hat einen Fehler gemacht, einen gewaltigen Fehler. Und sie konnte irgendwann dem Ganzen nicht mehr standhalten, aber danke für die Hilfe, BD. Sie ist deswegen gerettet. Nicht grundsätzlich das Böse per se. Und uns näher zum Grab gebracht. Aber das ist dann wiederum diese Radikalität. Ich liebe technisch gesehen einfach dieses Philosophische im Hintergrund bei Star Wars. Und da würde ich auch sagen, mit diesen Worten beenden wir auch diese Folge mit den Entwicklungen. Und wir sind jetzt halt an der Ausgrabungsstätte angekommen, also passt es jetzt hier perfekt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, hat mich sehr gefreut. Würde mich auch freuen, wenn wir uns weiterhin sehen würden auf der Reise dieser Geschichte, die jetzt nochmal Fahrt aufgenommen hat und super spannend ist. Also gefällt mir richtig, richtig gut. Und ich frage mich, warum ich nicht schon früher das Spiel angepackt habe und gespielt habe. Auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Und ja, mit den Worten wünsche ich euch alles Gute und möge die Macht mit euch sein.